In diesem Video werfen wir mal einen Blick auf die Asus GTX 1060 Strix Gaming OC Grafikkarte und schauen mal, was das aktuell kleinste Modell der 10er Serie leisten kann. Am Ende des Videos habt ihr die Chance, eine von zwei dieser Grafikkarten zu gewinnen, bleibt also auf jeden Fall dran und wir starten jetzt direkt mit dem Review. Los geht's! Im Lieferumfang befindet sich neben der Grafikkarte noch ein kleines Handbuch, eine DVD mit Treibern sowie Software und ein paar Republic of Gamers Klettkabelbinder. Gehen wir erst einmal um die Karte herum. Wir haben hier eine Länge von 29,8 cm, die Dicke beschränkt sich mit 4 cm auf zwei Slots. Zur Kühlung kommt Asus DirectCU 3 Kühler zum Einsatz, den man schon von älteren Karten kennt, der hier für die 10er Serie aber nochmal etwas überarbeitet wurde und somit bei geringerer Lautstärke besser kühlen soll. Das probieren wir natürlich gleich aus. Auf der anderen Seite befindet sich eine schlichte, aber wie ich finde verdammt schicke Backplate mit dem großen ROG-Logo auf der rechten Seite. RGB-Beleuchtung darf heutzutage nicht mehr fehlen und so haben wir einen anpassbaren Republic of Gamers Schriftzug an der Frontseite, leuchtende Elemente neben den drei Lüftern und im gleichen Zug noch eine eher indirekte Beleuchtung innerhalb des Kühlkörpers. Neben unzähligen Farben gibt es hierfür auch verschiedene Effekte. Die Stromversorgung geschieht über einen 8-Pin-Anschluss, während Nvidia beim Referenzmodell lediglich einen 6-Pin-Anschluss vorsieht. Ein anständiges Übertaktungspotenzial haben wir von dieser Seite aus also schon mal sicher. Rechts vom Stromanschluss befinden sich noch zwei 4-Pin-Lüfteranschlüsse, aber wofür sind die? Normalerweise werden die Gehäuselüfter abhängig von der CPU-Temperatur gesteuert. Nun ist es aber so, dass die CPU bei den meisten Spielen gar nicht so heiß wird, die Grafikkarte aber natürlich schon. Und um die generelle Kühlung im Gehäuse zu verbessern, kann man die Gehäuselüfter hier also direkt an die Karte anschließen, sodass diese die Steuerung der Lüfter übernimmt. Das finde ich auf jeden Fall einen interessanten Ansatz. Auf der gegenüberliegenden Seite befinden sich natürlich noch die Anschlüsse. Hier gibt es zweimal DisplayPort 1.4, zweimal HDMI 2.0 und einen DVI-Konnektor. Der Videospeicher, also der VRAM, ist 6 GB groß und mit 4100 MHz bzw. mit effektiven 8200 MHz getaktet. Der Baseclock liegt im Standard-Gaming-Modus bei 1620 MHz, der Boost-Clock bei 1847 MHz. Im OC-Mode sind beide Taktraten nochmal gut 25 MHz höher. Genug Theorie, wir schauen jetzt einfach mal, wie viele FPS die Karte in 1080p und 1440p liefern kann. Dafür lasse ich sie im OC-Mode laufen, der sich mit einem Klick im GPU-Tweak 2-Tool auswählen lässt. Los geht's! Wie man gut sieht, ist die GTX 1060 wirklich hervorragend für Spiele in Full HD gemacht, aber auch die QHD bzw. 1440p Performance kann sich echt sehen lassen. Bei höchsten Grafikeinstellungen sind hier zwar nicht immer konstante 60 FPS möglich, aber dennoch ist alles sehr gut und flüssig spielbar und im Endeffekt sind das einfach tolle Ergebnisse für eine Mittelklasse Grafikkarte. In den meisten Games liegt die 1060 auch ein Stück vor der RX 480 der Konkurrenz, zumindest solange es nicht um Vulkan geht. Jetzt fehlen noch Temperatur und Lautstärke und beides hat mich positiv überrascht. Im Idle wird die Karte zwischen 42 und 48 Grad warm, dabei sind die Lüfter aber auch komplett abgeschaltet, dementsprechend entstehen auch keine Geräusche.
Unter Last im OC-Mode war der maximale Wert, den ich messen konnte, 71 Grad. Und dazu muss ich sagen, dass die Karte in einem Mini-ITX-Gehäuse getestet wurde, sprich wir haben hier nicht unbedingt die beste Durchlüftung und allgemein wenig Raum. Die Geräuschkulisse ist dabei so gering, dass die Grafikkarte zwischen den Gehäuselüftern bzw. der CPU-Kühlung quasi gar nicht auffällt. Der Rechner steht bei mir direkt neben dem Monitor und ich finde die Lautstärke in keinster Weise störend. Würde der PC unterm Schreibtisch stehen, würde man vermutlich nur noch ein ganz dezentes Rauschen wahrnehmen. Und das unter Last. Mit angepasster Lüfterkurve, die die Kühlung generell etwas höher drehen lässt, erhöht sich natürlich die Lautstärke ein kleines bisschen, aber auch die Temperaturen lassen sich damit nochmal um ungefähr 3 bis 4 Grad senken. Auch von dieser Seite bietet sich also Potenzial für eine Übertaktung und das habe ich natürlich ausprobiert. Der GPU-Takt ließ sich auf über 2110 MHz anheben, der Speichertakt auf 4275 MHz. Das sind super Ergebnisse, die auch in-game gut und gerne mal 5, 6, 7 FPS dazu bringen. Abschließend finde ich, dass die Asus GTX 1060 Strix OC eine sehr gelungene und dazu sehr schicke Grafikkarte ist. Asus Kühllösung leistet wirklich gute Arbeit und vollrichtet diese noch dazu mit einer angenehmen Lautstärke. Backplate, LED-Beleuchtung und die Möglichkeit, Gehäuselüfter anzuschließen, finde ich ebenfalls super. Zur Performance bleibt nicht mehr allzu viel zu sagen, ihr habt ja eben diverse Spieletests gesehen. Meiner Meinung nach sind das tolle Ergebnisse. Die unverbindliche Preisempfehlung dieser Karte liegt bei ca. 350 Euro, aber wie üblich liegt der Marktpreis natürlich schon ein Stück darunter. Entsprechende Links habe ich euch wie immer in die Videobeschreibung gepackt. Jetzt kommen wir endlich zum Gewinnspiel, denn in Zusammenarbeit mit Asus verlosen wir gleich zwei Stück dieser Grafikkarten. Der erste Link in der Videobeschreibung führt euch zu einem Beitrag im Asus AOG-Blog und dort bekommt ihr auch alle Infos zum Ablauf und zu den Voraussetzungen. Das System finde ich ziemlich cool, ihr habt nach Lust und Laune die Möglichkeit, eure Gewinnchance durch verschiedene Aktionen zu erhöhen etc., aber schaut euch das am besten einfach selbst an. Ich hoffe, dass wir da ordentlich viele Teilnehmer zusammenkriegen, das fördert natürlich auch immer die Durchführung von weiteren Gewinnspielen und ich wünsche euch natürlich viel Glück bei dieser Aktion. Damit sind wir nun am Ende dieses Videos angekommen, über Feedback würde ich mich riesig freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, Leute, ciao!